Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Eines Tages saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen seiner Gefährten zusammen und er erzählte ihnen von einem Mann von den Kindern Israels, der 1000 Monate sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala abmühte. Und die Sahabe wunderten sich und sagten, Allahu Akbar, wie kann das sein? Ja, wir leben wahrscheinlich nicht mehr so lange und er hat die ganze Zeit Einsatz gezeigt auf dem Wege Allahs. Das sind über 83 Jahre. Wie soll das gehen? Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala den Muslimen ein Geschenk gegeben hat. Und zwar hat unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann eine Sura offenbart bekommen. Surat al-Qadr. In der Allah subhanahu wa ta'ala über diese Nacht spricht. Die Nacht der Bestimmung. Diese gewaltige Nacht, in der es auf der Erde so eng wird, durch die Enge, dass es keinen Platz mehr gibt. Nämlich Laylat al-Qadr. Allah Ta'ala, er hat dieser Umme Laylat al-Qadr geschenkt. Ein Schatz, nach dem wir suchen sollen in den letzten 10 Nächten des Monats Ramadan, im letzten Drittel. Ein Schatz, der dein ganzes Leben verändern kann. Diese Nacht heißt nicht umsonst die Nacht der Bestimmung. Sie heißt die Nacht der Bestimmung, weil nämlich in dieser Nacht die Dinge bestimmt werden für ein Jahr. Und du kannst deine Bestimmung positiv beeinflussen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Es liegt in deiner Hand. Das Einzige, was Allah Ta'ala von dir erwartet, ist, dass du dich ein bisschen anstrengst, dich ihm zuwendest, deine Hände hebst und Allah Subhanahu wa Ta'ala um Vergebung bittest. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns das so sehr ans Herz gelegt und hat uns versprochen, dass wir Vergebung erlangen, wenn wir nach dieser Nacht streben. Wer in der Nacht der Bestimmung mit Iman und um nach dem Lohn Allahs zu streben, aufsteht und betet, dem wird Allah vergeben, was er vorher an Sünden begangen hat. Diese Chance darf ich mir nicht entgehen lassen. Und dementsprechend sollte ich jetzt in diesen letzten 10 Nächten des Monats Ramadan in die Fußstapfen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam treten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist der Letzte, der es gebraucht hat. Aber er hat es vorgelebt. Er hat, wie es seine Mutter, seine Frau Aisha radiallahu anha überliefert hat, unsere Mutter, die letzten 10 Nächte vollständig belebt mit dem Gebet. Ahya Layla ist die ganze Nacht wach geblieben, was er sonst nie getan hat. Aber in den letzten 10 Nächten hat er noch einmal sich selbst übertroffen. Und deswegen, jetzt ist die Zeit, wo ich doch mal versuche, Gas zu geben. Es ist mein Endspurt. Jede Nacht könnte theoretisch Laylat al-Qadr sein. Ja, wir wissen, die 27. Nacht ist am wahrscheinlichsten Laylat al-Qadr. Aber sei kein 27. Nacht-Muslim. Wir wissen es nicht. Vielleicht ist es eine andere Nacht. Die Nächte, die Laylat al-Qadr, sie bewegt sich immer in den letzten 10 Nächten. Und auch, dass es eine gerade und ungerade Nacht ist. Ja, es ist wahrscheinlich eine ungerade Nacht. Aber wir wissen, die Muslime auf der gesamten Welt, sie fangen an verschiedenen Tagen an zu fasten. Wer sagt dir, dass du derjenige bist, der richtig angefangen hat zu fasten? Und deswegen nutze die gesamten letzten 10 Nächte und mache es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gleich. Versuche ein bisschen mehr zu beten, ein bisschen mehr Ibadah zu machen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das auch nicht allein gemacht, nein. Sondern er hat versucht, seine Familie mit einzubeziehen. Solltest du in die Moschee gehen, Bruder, um zu beten, versuch deine Familie mit einzubeziehen. Solltest du aufstehen zum Gebet, Schwester, um zu beten, wecke deinen Mann, wecke deine Kinder, damit sie ebenfalls etwas von der Ibadah haben. So tat es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der gesagt, über den Aisha sagte, wa'ayqava ahla. Ja, unser Prophet hat sogar gesagt, hört euch mal diesen schönen Hadith an. Möge Allah sich eines Mannes erbarmen, der in der Nacht aufsteht, um zu beten und dann seine Frau weckt. Und wenn sie nicht aufstehen möchte, nimmt er Wasser und spritzt es ihr ins Gesicht.
Und umgekehrt genauso. Hört gut zu, Schwestern. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich einer Frau erbarmen, welche in der Nacht aufsteht, um zu beten, und dann ihren Mann weckt. Ja, und wenn er nicht aufstehen möchte, dann spritzt sie ihm Wasser ins Gesicht. Ja, nicht nur du allein, sondern die gesamte Familie soll diesen Segen der Nacht erlangen. Und dann ganz, ganz wichtig, und das ist das A und O, damit ich den Segen von Laylatul Qadr erlangen kann, ist, dass ich jetzt in diesen letzten 10 Nächten wirklich auf alles verzichte, was mich ablenkt. Und deswegen, Aisha sagt, وَشَدَّ مِئْزَرَى. Er hat sich zurückgezogen von seinen Frauen. Er hat seine Hose zugeschnürt. Ein Ausdruck dafür, dass er sich sogar von Dingen, die halal sind, getrennt hat. Wie ist es denn erst mit Dingen, die haram sind? Jetzt ist keine Zeit mehr für Serien. Jetzt ist keine Zeit mehr für Filme. Es ist keine Zeit mehr für all diese Dinge, welche dich ablenken von der Ibadah. Das Einzige, für was Zeit ist, ist jetzt, dass du vor Allah stehst und Allah Ta'ala um Vergebung bittest. Möge Allah uns alle Laylatul Qadr erlangen lassen und uns in ihr zu den Angenommenen gehören lassen. Amin, Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.